Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Maurice der Kater, ein interessanter neuer Animationsfilm. Was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Ihr habt Ratten! Natürlich geht es um Maurice, den Kater, der kann sprechen, der zusammen mit dem Menschenjungen Keith und einer Gruppe von Ratten, die ebenfalls sprechen können, die Leute abziehen, indem sie eine Rattenplage vortäuschen und dann dafür Geld nehmen, dass die Ratten sozusagen verschwinden. Das hört sich erstmal sehr interessant an, aber es geht dann nach einiger Zeit auch darum, etwas Größerem entgegenzuwirken, denn in einer kleinen Stadt, das Ganze ist so mittelalterlich angehaucht, verschwinden plötzlich ganz viele Lebensmittel und sie wollen dem Ganzen nachgehen. Man muss sagen, die Story ist eigentlich von der allgemeinen Auslegung her sehr schön. Es wird allerdings an vielen Stellen kaputt gemacht, dadurch, dass wir zum Beispiel eine sehr aufdringliche Erzählerin immer wieder mit drin haben, die, wo es immerhin zurückspringt. Und da wird auch immer alles totgequatscht, im Sinne, es wird alles erklärt. Man kann sich hier nichts erschließen und Kinder können nichts herausfinden, weil es ihnen wirklich vorgekaut wird und die Geschichte eigentlich dargelegt wird. Und das ist schade, da wäre so viel mehr drin gewesen, weil am Ende ist die Geschichte natürlich nah am Buch oder Roman, aber es kommt so ein bisschen wenig bei rum. Der Humor ist ganz lustig, es werden aber immer wieder teilweise Sachen reingebracht, die unpassend wirken. Dementsprechend ist das erzählerisch an vielen Stellen etwas seltsam gewählt und leider nicht wirklich gut und stringent, so dass für Groß und Klein das ein Spaß ist, da zuzugucken, sondern es ist eher etwas verwirrend immer wieder. Mal deswegen nur 2 von 5 Punkten für die Geschichte. Schauspielerisch bzw. synchrontechnisch ist das insgesamt ganz gut besetzt. In der Hauptrolle haben wir Bastian Pastewka, der macht einen guten Job, der spricht den Kater Maurice sehr authentisch, sonst insgesamt in Ordnung 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zur Technik und da muss man sagen, der Animationsstil ist jetzt nicht der detailreichste. Er ist unauffällig, insgesamt in Ordnung, aber da hat man definitiv schon Besseres gesehen. Der ist von den Effekten her soweit solide, 3 von 5 Punkten okay. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Maurice der Kater ist ein Film, der von der Geschichte her so viel reißen könnte und eine tolle Kindergeschichte erzählen könnte. Aber durch diese Sprecherfigur funktioniert das hier irgendwie gar nicht drin. Also die Sprecherin hier oder die Erzählerin ist eher nervig und auch im Film ist sie eine eher nervige Figur, die hier mit reingebracht wurde. Man muss auch dazu sagen, der Film kommt bei uns ins Kino, vermutlich weil er Förderung bekommen hat. In England ist er zum Beispiel schon direkt bei Sky gestartet, weil es ist ja ein Sky Original und dementsprechend hat er gar keine Kinoauswertung bekommen. Insgesamt ein Film, der, muss man leider sagen, eher auf dem Niveau eines mittelmäßigen Fernseh-Streaming-Films ist. Deswegen wäre er an der Stelle bei Sky direkt im Stream gar nicht so falsch aufgehoben gewesen. Im Kino muss man sich den leider jetzt nicht unbedingt anschauen. Er ist okay, aber er macht ganz wenig besonders und ist eher eine durchschnittliche Produktion. Deswegen ganz, ganz knappe 3 von 5 Punkten von der Empfehlung her. Eher was für zu Hause. Dementsprechend insgesamt 11 von 20 Punkten. Er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt auch kein überragend toller Film geworden. Da ist viel Potenzial auf der Strecke geblieben. Dementsprechend, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!